Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und heute spielen wir wieder eine Folge dabei relaxen und auch wenn man was, sag ich mal, anstrengenderes gespielt hat, auch wieder ein bisschen runterkommen. Wir haben ja in der letzten Folge uns jetzt schon ein Haus gekauft, das etwas größer ist, unser Büro dort hin verfrachtet. Und somit steigen wir dort dann auch wieder ein. Bin ja jetzt mal gespannt. Wir haben ja das Scam-Büro schon soweit fertig. Aber ja, sieht halt noch ein bisschen komisch aus. Einfach jetzt einmal ausgedrückt. Ja, laufen wir mal ein bisschen außen rum. Ja, geht eigentlich. Gehen wir mal in die Garage rein. Was könnte man hier machen? Da ist eine Garage. Könnten wir ein Büro machen? Klack, klack, klack. Erstmal alles hier weg. Dass man erstmal hier was Vernünftiges haben. Dass wir hier einen nackigen Raum haben. So. Und dann schauen wir jetzt mal. Da kommt schon einiges. Bodendecke. Was ist denn das? Das geht doch nicht weg mit. So. Grün geht ja mal gar nicht für ein Büro.
Schauen wir mal, was passt, ne? Machen wir es doch blau. So, dann gucken wir mal. So, dann haben wir jetzt die Decke auch.
So. So, haben wir einen Schreibtisch. Dann brauchen wir natürlich einen Stuhl. So. So.
Zimmer passt es ja so rein. Vermutlich nicht, aber wir könnten eine Couch vielleicht doch hinstellen. Wie sieht es aus? Ah ja, da passt doch eine schöne Couch hin. Dekoration. Uhren, das wird jetzt schwierig. Was passt da in unser Büro? Ja, also jetzt haben wir eine Uhr auch drin. So. So.
das auch. Das beruhigt die Nerven beim Arbeiten. So, jetzt tun wir den Schalter auch noch weg. So, jetzt brauchen wir einen neuen Schalter. Lichtschalter. Ah, da passt doch was bestimmt. Da. Das ist doch gut. Nicht immer aufstehen und hinlaufen. So, dann kann man das. Eine Stehlampe.
Heißt, was brauchen wir? Dann kann das Meeting kommen. So, stellen wir da einen Drucker noch hin.
Wandtelefon auch wichtig. Meine Routerbox. So, jetzt müssen wir aber gucken. Möbel. Wohnzimmer. Sofa. Das ist doch ein schönes Sofa. Das sieht noch viel besser aus. Passt nicht.
So, erschaffen wir Bild. Ist aber zu dunkel, oder? Schauen, was wir sonst noch haben. Hallo? Galerie zerstört oder wie? Das wird groß.
Das ist jetzt. Zu dunkel. Ticken kleiner. Hammer das. Ist doch auch ein schönes, sehr schönes Zimmer. Auch alles. Auch alles, warte mal. Da habe ich doch noch ein vorpassen würde. So. Ja, ist doch auch mal was Schönes. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So. Haben wir hier noch einiges zu tun.
So, mal schauen, was wir da machen. Schlafzimmer, okay. Ja, ist ja auch wichtig. Ja, Kinderzimmer. Und ein Bad. Ja, ist doch okay. Bad kann man relativ gut lassen. Soll ich ja mal sagen, den Krempel weg, den Krempel weg. Also so, Spaß macht es schon, ne, das Spiel. Muss man einfach lassen. So, ganz nebenbei. Weil das sieht noch relativ edel aus. Guter Kontrast zu dem dunklen Maragoni. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet? Also ich mag so Kontraste mit hell und dunkel spielen und ist auch ein guter Übergang nach unten. Ja, muss man einfach so sehen. Was haben wir hier? Edles Schlafzimmer rein. Ja.
So. So. Meine Fresse. Auch weg. So. Schlafzimmer. So. So.
So. So, es passt nämlich zum Bett ganz gut. Und dann brauchen wir noch eine Lampe. Wo waren die nochmal? Lichter. Was machen die Deckenlampen? Das passt doch gut. So. Sieht doch gut aus. Sehr schön. Schlafzimmer. So, dann würde ich mal sagen, machen wir doch einmal für diese Folge Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr auch einmal Scum spielen wollt, könnt ihr natürlich auf unseren Gamer-Miliz-Server joinen. Einfach dann im Server-Manager Miliz eingeben und ihr werdet uns schon finden. Die Regeln durchlesen, die stehen bei uns auf der Homepage. Verlinkung ist auch im Discord vorhanden. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr da nochmal im Discord vorbeischaut und dann, dass man auch einmal quatscht. Ja, und ja, wir sind eine kleine, aber aktive Community und wir freuen uns natürlich auch auf neue Gesichter. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Wenn es euch die Grippewelle erwischt hat, dann hoffe ich, dass ihr euch wieder sehr gut auskuriert und dann natürlich auch wieder aktiv bei der Gamer-Miliz mitmacht. Ja? Und solange ihr halt etwas angeschlagen seid, könnt ihr immer noch meine Videos mit anschauen. Dann kommt auch noch das eine oder andere an Infos mit. Und bis dorthin wünsche ich euch alles Gute und schaut beim nächsten Video wieder mit rein. Ciao, ciao!